Mit spätestens 30 solltest du reif genug sein, um diese 13 harten Wahrheiten zu akzeptieren. Wir von der Schaffe Neu haben über 2700 Menschen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren 1:1 begleitet und wir stoßen immer wieder auf die gleichen Blockaden, die vielleicht auch dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Die 13 harten Wahrheiten musst du bis 30 akzeptieren, wenn du ein Leben führen willst, in dem du dich selbstbewusst fühlst, deine Ziele erreichst und dich nicht länger von deinen Ängsten zurückhalten lässt. Sonst wirst du immer wieder gegen dieselbe Mauer rennen. Schreib dir diese Lektion auf und klebe sie an deinen Kühlschrank oder stell dir einen Reminder an deinem Smartphone, um immer wieder daran erinnert zu werden. Besonders Wahrheit Nummer 9 ist lebensverändernd und du solltest sie unbedingt umsetzen, bevor es zu spät ist. Also los geht's. Die erste Wahrheit, die du akzeptieren musst, ist, dass du nicht perfekt sein musst, um das Leben zu beginnen, das du dir wünschst. Viele Menschen warten darauf, bis sie perfekt vorbereitet sind oder bis der perfekte Moment kommt, um ihre Ziele zu verfolgen, sei es im Job, in Beziehung oder in ihrer persönlichen Entwicklung. Doch das wird nie passieren. Du wirst nie zu 100% bereit sein und das ist in Ordnung. Der größte Schritt, den du machen kannst, ist anzufangen, auch wenn du noch Zweifel hast. Du bist gut genug, um jetzt schon den ersten Schritt zu machen, auch wenn nicht alles perfekt ist. Die zweite Wahrheit, du bist für dein eigenes Glück verantwortlich. Niemand wird kommen und dein Leben für dich ändern. Und genau das ist auch gut so, denn das bedeutet, dass du die Kontrolle übernehmen kannst. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du nicht mehr von deinen Unsicherheiten gescheut wirst, wenn du dich endlich traust, das zu tun, wovor du so lange Angst hattest. Die dritte Wahrheit, du wirst nie alle zufriedenstellen können. Egal wie sehr du versuchst, es allen recht zu machen, du wirst immer jemanden enttäuschen. Das bedeutet nicht, dass du nicht gut genug bist, es bedeutet, dass du Prioritäten setzen musst. Fang an, deine eigenen Bedürfnisse und Ziele in den Vordergrund zu stellen, auch wenn das bedeutet, dass du manchmal Nein sagen musst. Und Wahrheit Nummer 4, Entscheidungen zu treffen ist wichtiger als perfekte Ergebnisse. Es ist nicht leicht, im Gedankenkarussell zu stecken und sich immer wieder zu fragen, hey, was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Aber die Wahrheit ist, keine Entscheidung zu treffen, ist die schlimmste Entscheidung von allen. Auch wenn du Fehler machst, lernst du daraus. Es gibt kein perfektes Ergebnis, aber es gibt immer Fortschritt, wenn du ins Machen kommst. Wahrheit 5 könnte alles verändern, wenn du sie endlich erkennst. Viele übersehen, wie eng sie mit deinem Selbstbewusstsein zusammenhängt. Die fünfte Wahrheit ist, es ist Zeit, Verantwortung für deinen Körper zu übernehmen. Deine Gesundheit ist das Fundament für alles andere in deinem Leben. Sei ehrlich zu dir selbst, wenn es um deinen Körper geht. Kümmere dich, als wäre der Tempel deines Lebens. Egal ob Fitness oder Ernährung, lerne, was deinen Körper stärkt und was nicht. Der Körper spiegelt deine Gedanken wider. Bist du gestresst und hast zu viele negative Gedanken, wirst du krank. Damit sind wir bei der sechsten Wahrheit. Die sechste Wahrheit dreht sich um deine Gedanken. Du bist morgen, was du heute denkst. Gedanken können dich entweder antreiben oder sabotieren. Lerne, deine negativen Gedanken da sein zu lassen und zu beobachten, aber lasse sie nicht dein Leben bestimmen. Du hast die Macht, diese Gedanken zu kontrollieren. Wahrheit 7. Es gibt keinen perfekten Job. Hör auf, nach dem perfekten Job zu suchen. Sei mutig genug, Verantwortung zu übernehmen und zu akzeptieren, dass jeder Job Herausforderungen hat. Das Wichtigste ist, dass du für das einstehst, was du wirklich willst. Wahrheit Nummer 8. Freundschaften erfordern Mut und Ehrlichkeit. Eine gute Freundschaft entsteht nicht von allein. Du musst für sie einstehen, auch wenn es schwierig wird. Wenn du in der Lage bist, ehrlich mit deinen Freunden zu sein und dabei Mut zeigst, wirst du feststellen, wie stark eure Bindung werden kann. Und die Wahrheit, die jetzt kommt, ist eine der härtesten. Niemand kann immer stark sein. Wahrheit 9. Es ist in Ordnung, Schwäche zuzulassen und dir selbst einzugestehen, dass du manchmal Hilfe brauchst. Es ist keine Schwäche, ehrlich zu dir selbst zu sein und um Hilfe zu bitten. Im Gegenteil. Die wahre Stärke liegt daran, anzunehmen, dass du nicht alles alleine bewältigen musst. Und das bringt uns zur Mental Strength Challenge, die dir genau diese Hilfe bietet. Schau bis zum Schluss, eine besondere Überraschung am Ende wartet auf dich. Vorher kommen wir zu einer weiteren Wahrheit, die viele zu spät lernen. Wahrheit 10. Angst ist ein Teil des Lebens und mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Es bedeutet, trotz der Angst zu handeln. Angst ist ein Gefühl. Akzeptiere deine Angst, aber lass sie dich nicht kontrollieren. Du kontrollierst die Angst, aber nicht die Angst dich. Und du wirst sehen, dass der Mut, den du aufbringst, dich zu einem völlig neuen Leben führen wird. Wahrheit 11. Jeder Rückschlag bringt dich näher zu deinem Ziel. Fehler und Misserfolge sind unvermeidlich, aber sie sind nicht das Ende deines Weges. Sie sind Meilensteine. Aus jedem Rückschlag kannst du lernen und wachsen. Akzeptiere, dass Herausforderungen dich stärker machen und dich näher zu dem Leben führen, das du dir wünschst. Die zwölfte Wahrheit. Es ist wichtig, für dich selbst einzustehen. Im Job, in Beziehung, im Leben. Du bist nicht jedem sympathisch und das ist auch gut so. Akzeptiere, dass du manchmal unbequem sein musst, um deine eigenen Bedürfnisse zu schützen. Und die letzte Wahrheit. Deine Komfortzone hält dich zurück. Das Leben, das du dir wünschst, liegt außerhalb deiner Komfortzone. Es ist der Ort, an dem du wachsen wirst. Beruflich, persönlich und in Beziehung. Du wirst nie vorankommen, wenn du nur tust, was sich sicher anfühlt. Wage den Schritt, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Nur so wirst du eine Veränderung erleben. Viele unserer Klienten haben diese Wahrheiten auf die harte Tour in einem ewigen Kreislauf von Gefühlschaos, Unsicherheiten und Selbstzweifel gelernt. Du bekommst diese lebensverändernden Lektionen schon heute mit auf deinem Weg. Das ist ein Privileg und übrigens, ich habe diesen Monat meinen 32. Geburtstag gefeiert. Ich habe mir zusammen mit dem Team deshalb eine besondere Überraschung für unsere Community überlegt. Wir von der Schaffe dich neu haben eine einmalige Geschenkaktion geplant. Wenn du bis zum 25.09.2024 an der Mental Strength Challenge teilnimmst, schenken wir dir alle Bücher, Kurse und Audioprogramme, die wir in den letzten Jahren produziert haben. Dies ist unser Geschenk an dich, um meinen Geburtstag zu feiern. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und sichere dir all die Boni, bevor das Angebot vorbei ist. Nutz diese Chance, um die nächsten Schritte in deinem Leben zu gehen und die harten Wahrheiten zu akzeptieren, bevor es zu spät ist.